Hallo Markus, wir treffen uns heute in einem ganz außergewöhnlichen Raum, in einer Gaststätte. Das ist der Start zu dem zweiten Bike Diesel Open, aber auch ein Dankeschön an alle Helfer vom letzten Jahr. Du bist neu hier in einer neuen Funktion, erzähl davon. Genau, ich bin seit 5 Jahren im UTC, war vorher lange Jahre Mitglied beim TC Bodenfelde. Und als ich vor 5 Jahren zum UTC kam, habe ich einen tollen Verein kennengelernt. Ich wurde herzlich aufgenommen. Ich habe viel Engagement kennengelernt. Und das hat mich eigentlich auch dazu bewogen, dass ich dann vor 14 Tagen mich habe zum ersten Vorsitzenden wählen lassen, weil ich gesagt habe, ja, mit so einer Mannschaft, mit so einem tollen Team, gerade auch das Team um mich herum, die 5 oder 4 anderen Vorstandsmitglieder, haben mir jetzt schon bewiesen, dass die Entscheidung nicht falsch war. Also es macht jetzt schon Spaß, ich bereue noch nichts und ich freue mich auf das, was da kommt. Ja, und das ist ja eine ganze Menge, ganz viele Turniere, aber auch wieder das zweite Bike Leasing Open. Und was erwartest du von diesem Turnier? Genau. Erwarten, dass es genauso erfolgreich wird auf jeden Fall wie das letzte. Und ich denke mal, gerade habe ich schon darauf angesprochen, die vielen helfenden Hände werden auch hoffentlich oder mit Sicherheit, ich bin mir sicher, dieses Jahr wieder am Start sein und für das Gelingen des Turniers beitragen. Und gerade auch für den UTC ist es ja auf dieser wunderschönen Anlage eine perfekte Werbung, auch vielleicht neue Mitglieder zu werben oder zu bekommen und auch das Interesse gerade hier in der Region zum Tennis noch ein bisschen zu steigern. Genau. Das Thema Nachwuchs war im letzten Jahr ja auch immer schon mal wieder ein Thema, klang schon mal an. Wird es da in dieser Auflage des Bike Leasing Open neue Gedanken geben, wie wir den Nachwuchs noch mehr einbinden können? Ich würde das gar nicht so vom Bike Leasing Cup abhängig machen, sondern allgemein habe ich mir jetzt auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, den Nachwuchs zu fördern oder die Jugendarbeit auf jeden Fall ja, zu forcieren. Und ja, mal schauen mit Spendengeldern und mit viel Engagement auch wiederum der Mitglieder, denke ich, dass wir, und das ist das Wichtigste, die Jugendarbeit vorantreiben, denn man sieht es ja rundherum auch bei anderen Vereinen, ob es Fußball, Handball, etc., ist, dass viele Vereine Probleme haben aufgrund der Tatsache, dass halt die Jugend nicht hinterherkommt, dass der Nachwuchs fehlt. Und deswegen ist es ultra wichtig, halt für den Verein die Jugend zu fördern und auch ja, neue Mitglieder im Jugendbereich zu bekommen. Ich denke, dass wir in der nächsten Zeit noch öfter miteinander reden, denn wir begleiten das Turnier wie im letzten Jahr auch wieder. Ich freue mich auf das, was kommt, wünsche dir heute einen richtig schönen Abend und ja, damit einen richtig guten Start in das neue, in die neue Saison und in die zweite Auflage vom Bike Leasing Open. Ja, dankeschön. Vielen Dank.